Einen wunderschönen guten Morgen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus. Genau, so, ich möchte ganz gerne, dass wir jetzt mit dieser Kupferplanung irgendwie weitermachen. Da wäre mir jetzt eigentlich ganz lieb, dass wir den nächsten planen. Wobei ich da noch nicht so genau weiß, wie ich das machen soll. Wir bauen das jetzt erstmal hier fertig komplett auf. Würde ich vorschlagen. Deswegen machen wir das mal eben wie folgt. 6. Also wir haben ja gesagt, wir gehen hier rein. Nee? Zack. So, jetzt muss ich natürlich die richtige Höhe erwischen, was natürlich gar nicht so einfach ist, ne? Das sieht mir passend aus. Nein, du bist zu hoch. Neuer Versuch. Nehme ich jetzt den. So, das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt machen wir auch hier. Ja, doch, machen wir hier mal auch Fenster hin. Kein schlampiges Glas mehr. So, man soll später aber auch noch Glas hinkommen, das ist klar. So, dann müssen wir jetzt das Band darüber ziehen. So. Ach, jetzt habe ich ernsthaft keine Arbeit, keine Dingensplatten hier. Ach, alles so viel zu tun. Und ich weiß noch nicht, wo und wie ich hier weitermachen soll. Auf jeden Fall wird erstmal die ganze Kupferproduktion, ja quasi haben wir ja gesagt, wird erstmal komplett abgerissen. Die wird komplett neu gebaut. Das wird natürlich jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ihr könntet natürlich auch sagen, ey Alter, pass auf, mach das offscreen. Dann mache ich das offscreen. Oder ihr sagt, nee, mach das ruhig onscreen. So, dann brauchen wir natürlich jetzt erstmal hier den hier, ne? So, das Problem ist natürlich, So. Okay, das passt.
So, da kommen jetzt quasi. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt habe. Logistik. Habe ich, ja, genau. Also, wir brauchen dann mal eben ein paar Rotoren. Hier stehen zwei Werkbänke, kann ja einer abreißen hier. Rotoren. So, das sollte reichen. So, dann werden wir jetzt erstmal hier. Das Ding hinstellen. Ach, ich hätte eigentlich auch direkt mehr machen können, ne? Egal, pass auf. 6. So, hier stellen wir ein. 60. Genau, dann machen wir direkt noch mal eben ein paar. Auch vielleicht ein paar mehr. So. Ja doch, muss ja nach oben. Sechs. So, jetzt machen wir erstmal hier auch die Lifte erstmal dran. So. Jetzt brauchen wir natürlich auch hier. Weil eigentlich wird es ja 4 geben, ne? Weil 90, 90 sind 180. Ne, 3. Ich muss den halt noch einmal splitten, genau. Also, jetzt müssen wir erstmal hier auf MK2 umbauen. Dafür fehlen uns einfache Förderbänder. Gut, aber die können wir nochmal eben. Bisschen in Massen herstellen. Bisschen Zinnblech brauchen wir noch. Da müssen wir wohl doch noch mal ein bisschen mehr machen. Ja, nächste, was wir dann produzieren, ist dann 18. Das ist dann der nächste Part. Aber der Vorteil ist ja, wir haben ja erstmal hier genug Zinn da. Dass man damit arbeiten kann. So, da bin ich ja noch mal ein paar gemacht. Und was mir gerade eingefallen ist, wir haben noch Festplatten, ne? Wir haben ja noch Festplatten hier dran. Guck mal hier. Gegossene Zinnstäbe. Verzinntes Eisen. Schweres Kupfer. Das ist natürlich 2250. Das ist die Frage, wie viel kriege ich dann da raus, ne? Das wäre natürlich jetzt die nächste große geile Option, die wir machen könnten. Geschmolzenes Kupfer. Wir nehmen das zerkleinerte Kupfer aus dem Sortierer. Aber brauchen dafür natürlich noch geschmolzenes Eisen. Das ist, fällt erstmal aus wegen Bodennebel. Wir nehmen erstmal die etwas einfache Variante. Das ist schon genug Arbeit. So, wie gesagt, das läuft. Wir waren jetzt hier oben. Genau, wir wollten das jetzt direkt auf ein MK2 umbauen, ne? Ach genau, dafür muss ich natürlich jetzt noch die
Einfach ein Förderbänder eben bauen. Das habe ich schwer gesehen. Ja, komm, reicht. Sollte reichen. So, haben wir das. Haben wir das. Haben wir das. Und dann brauchen wir 6. Dann brauchen wir hier auch noch ein MK2. Und da oben muss auch noch ein MK2 hin. So, hier kommt ja jeweils. Na gut, der hat jetzt momentan keinen Strom, ist klar. Aber hier könnte man das mal so machen. Wartet mal. Dass wir den jetzt erstmal hier zumachen. Und dann ist die Idee, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn wir den Strom. Erstmal so hier hinlegen. So, brauchen tun wir ihn ja noch nicht. Das ist ja erstmal nebensächlich, ne? Genau. So. Jetzt geht er mit dem MK2 hier rein. Das heißt, wir brauchen hier vorne erstmal logistisch gesehen einen Splitter. So, hier geht's mit MK2 dementsprechend rein. Aber hier geht's mit MK1 dementsprechend raus. Genau. So, wenn wir dann mit dem Ding von da hinten rüberkommen, brauchen wir nämlich hier einen Fusionator davor. Einmal die 30 von da fusioniert und die 30 von da hinten fusioniert. Das heißt, hier kommt jetzt ein Splitter hin. Ich weiß ja noch gar nicht, wie ich das hier anliefern soll, ist ja das Problem. Wir könnten natürlich jetzt sagen, wir gehen hier hoch, bauen hier eine Brücke rüber und ziehen den Part hier oben mit rein. Wäre von der Idee her vielleicht gar nicht so schlecht. Dann würde ich die ganze Kupferproduktion da hinten mal eben stilllegen. Und dann würde ich einfach hier oben ein Ding jetzt mit reinbauen und wir würden eine Brücke darüber bauen. Dann würde ich an dem Fundament direkt hochgehen. Könnte. Können wir mal probieren. Machen wir mal. Pass auf. Weil dann bauen wir das hier nämlich wieder um. Oh, jetzt hast du dich die Frage, wie weit muss ich da jetzt rüber, ne? Also weit dürfte es eigentlich nicht sein. Jetzt bin ich hier auf dem Fundament. Jetzt bin ich auf dem Fundament. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Also ich möchte schon eigentlich ganz gerne bis mindestens dahin erstmal rüber. So, vielleicht gehen wir auch, dann bin ich genau da drüben, noch ein bisschen weiter. Die Ecke, vielleicht noch ein Fundament weiter. Ja, und dann ziehen wir das Ganze hier rüber. Höhe bleibt natürlich, ne, ist klar. Vielleicht ziehen wir es auch einfach hier oben auf den Turm oben drauf.
Also. Nee, guck mal, was ich hier gefunden habe, ey. Biologisches Wasser. WTF. Ja, aber wir könnten ja hier hoch. Müssen dann allerdings, glaube ich, hier jetzt ein bisschen tiefer, ne? Aber ist die Frage, wie weit? Na, ich weiß ja nicht, ob ich die Quellen noch brauche irgendwann. Wobei ich jetzt erstmal nicht davon ausgehe. Aber ich ziehe das jetzt erstmal hier hoch. So. Kommen wir wieder zu dieser 2-Meter-Geschichte. Genau. Ja, Stützen und so weiter und schön bauen kommt alles später. Erstmal muss alles funktionieren. Oh Scheiße, das gibt Schaden. Haben wir hier einen Rückstau? Natürlich haben wir hier einen Rückstau. So, den machen wir dahin. Hier machen wir den Fusionator ganz normal wieder hin. Moment, der geht dann. Daraus. Ja, warte mal eben. Können wir das mal eben da rausnehmen? Danke sehr. So. Den hier ziehen wir dann einfach mal. Warum geht er nicht? Dann ziehen wir halt hier rüber. So. Ihn ziehen wir dann darüber. Und jetzt kommen wir dann der Punkt, wo ich eben schon das Kotzen gekriegt habe. Hier vernünftig den Lift zu setzen. Ah, ich habe nicht genug Förderbänder. Mal eben kurz ein paar Förderbänder bauen. Oh, jetzt brauchen wir sowieso erstmal mehr Zinnbleche. So, mal gucken, ob das jetzt dann reicht. Dann müssen wir hier noch das ja, Flüssigkeits- und Gasmodul müssen wir noch bauen. Das muss ja auch noch da rein. Weil Wasser müssen wir auf jeden Fall hier rüber liefern. Können wir denn schon noch ein paar Messingrohre machen? Ja, ein paar Messingrohre können wir machen. Können wir auch Kupfer machen? Kupferrohr können wir auch machen. Okay, pass auf, dann lass uns doch das Ding direkt mal eben setzen. Wo kommt denn das Ding dann hin? Hier hinten irgendwo, ne? Flüssigkeits- und Gasmodul. Dahin. Okay.
So, wie wär's denn? Passt auf, wir machen das folgendermaßen. Wir brauchen ja da drüben noch Wasser. Ich müsste das Wasser dann einfach mit da hochziehen. Das könnte ich ja unten splitten. Dann könnte ich das im Turm mit hochpumpen. Dann würde ich das mittig legen, das Wasser. Und das Förderband nach rechts außen, das andere nach links außen. Ja, ich denke auch, das wäre eine ganz gute Idee. Aber so kriege ich das Wasser definitiv vernünftig hier rüber. Gut, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie viel ich brauchen werde, ne? Aber so sieht es erstmal gut aus, genau. Und das Wasser würde ich dann einfach hier außen im. Nein, warte mal, pass auf, wir machen das ganz anders. Habe ich die anderen Förderbanddurchlässe freigeschaltet? Wahrscheinlich nicht. Pass auf, wir gehen mal eben ganz kurz einmal zur Festplatte. Also zu MEM. Holen dann mal eben die Festplatte. Ja, ich weiß, momentan steht alles immer viel aus. Umbau, Abbau, Abriss. Leichter Kupferdraht. Okay, Mixed Satmonium, Mixed Rubite. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich nehme einfach mal das Kupfer, wir haben eh noch genug Festplatten hier. Hauen wir die erstmal rein. Ah, jetzt hänge ich hier wieder fest und der läuft wieder hier selbstständig durch die Gegend. So, was wollte ich denn jetzt? Als Herr Mellis grüßen, ne? Was wollte ich jetzt hier vorne? Ah, ja, genau, Coupons. Couponsim. Habe ich noch Coupons? 9 Stück am Start. So, dann gibt es nämlich im Shop. Genau, und dann können wir eigentlich die auch direkt mit hinzufügen. Dann haben wir die nämlich jetzt auch. Gut. So, das haben wir. Dann würde ich sagen, können wir da hinten weitermachen. Oh, hier rennt einem echt die Zeit weg, ne? Genau, ich werde das Wasser jetzt mittig legen und werde, wenn das Wasser mittig liegt, genau, pass auf. Also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Nehmen jetzt den hier, packen den hier ganz normal oben drauf. Das ist soweit alles safe. So, der geht hier mittig rein, das ist völlig okay. Jetzt werde ich aber hier oben, da ist der genau, den einfach hier reinsetzen. So, jetzt nehmen wir die 6. Muss ich hier natürlich einmal gucken. Wahrscheinlich jetzt ein MK1, ne? Ja. So, da haben wir jetzt das MK2-Band. Okay, pass auf. So, dann gehen wir jetzt hier mit dem Dingens hier. Water-Anschluss. Aber wie viel Kupferrohr? Ich dachte schon. Ich dachte, es wäre irgendwas Wichtiges. So, gut, müssen wir eben kurz ein paar Kupferrohre machen. Ist aber auch nicht das Problem.
Euro. Ich brauche sowieso jetzt ein paar mehr, also von daher. Das wird auch so nicht reichen, ne? Das ist klar, aber. Oh nee, das geht nicht. Kriegen wir dir noch einen vorgesetzt? Jo, das sieht besser aus. Ah, okay, das kann ich so nehmen. Das ist okay. So, jetzt wollen wir natürlich gucken, dass wir hier. Zack. Hier in die Mitte rein. Ne? Das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt machen wir hier das. Und dann kommt der hier. So. Jetzt müssen wir natürlich den auch nach oben kriegen. Vorteil ist, ja, Pumpe brauche ich hier ja nicht. Genau, jetzt haben wir das Wasser schon mal da oben. Eine Pumpe brauche ich nachher nur da hinten. So, und da hinten laufen wir jetzt erstmal eben hin. Weil dann kann ich hier den Bereich, kann ich alles komplett umbauen. Und genau dasselbe machen wir dann nämlich auch mit dem Eisen noch. Denke ich. Aber erstmal eins nach dem anderen. Und erstmal hier das Kupfer, dass wir hier Kupfer komplett produzieren. Dann haben wir schon eine ganze, ganze Menge geschafft. So, jetzt wäre es natürlich irgendwie schlau. Oh, dann muss ich den natürlich auch wieder ein bisschen umbauen. Der kann ja sowieso weg. So, jetzt passt auf. Dann muss der erstmal weg. Dann kriegt der auch den hier oben. Aber dann wäre es schlauer gewesen. Ich hätte das in Lift auf die andere Seite gepackt. Gut, kann ich ja doch umbauen, ist ja kein Problem. Weil dann machen wir das nämlich, dass er hier innen läuft. Da durchgeht. Das heißt. Ja, weil schlau ist ja, wenn ich jetzt hier mit meinem Lift hier hochgehe. Sekunde, passt auf. 6. Jetzt muss ich erstmal wieder richtig gucken. So. So, der geht da durch. Das ist okay. So, jetzt 6. Der jetzt da durch. Genau. Und dann die Frage, habe ich hier MK2? Ja, den muss ich aber nochmal neu bauen. Den will ich da drin haben. Gut. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie splitten wir hier das Wasser jetzt auf. Das ist natürlich jetzt die Frage. Also ich brauche jetzt erstmal einfach nur eine einfache T-Kreuzung. Könnt ihr natürlich jetzt sagen, pass auf. Okay, die kriege ich da nicht gesetzt.
So, das heißt, wir können die natürlich hier vorne an der Ecke aufsplitten. Schwierig. Ich weiß ja nicht. Warte mal, was hätten wir denn noch im Angebot hier? L-Connector. Ah ja, ein L-Connector wäre gar nicht so schlecht. Mal kann der. Hallo. Darin. Der geht dann da rein. Und den ziehen wir dann hier. Vorbei. Genau. Pass auf. Zack. Der dann ab in die Mitte. Oh ne. Genau. So. Dann machen wir jetzt hier die 5. Machen wir den hier rein. Den hier rüber. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier oben 5. Was dann gibt es bei den Pipelines keine Flussrichtung? So. Wie viel Kupferrohr haben wir denn noch? Nicht mehr viele. Dann wollen wir noch mal eben kurz ein paar machen. So, jetzt müssen wir eben nach oben. Ich weiß, wir schaffen momentan nicht das, was wir eigentlich schaffen sollten. Das bitte ich ein bisschen zu verzeihen, aber es ist halt momentan ein bisschen viel. Ich nenne es mal ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen Planerei, ne? Es nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch, das ist einfach nochmal so. Jetzt machen wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, passt eigentlich ganz gut. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf und machen wir sechs Fundamente. Eins, zwei, drei, vier, fünf und nochmal sechs Fundamente. Eins, zwei, drei, vier, reicht nicht. Müssen wir aber eben Dingens bauen. Okay, dann werden die Kupferrohre auch nicht raus, dann muss ich dann mal ein bisschen Kupferschienen holen. Aber dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt noch kommen, dann müssen wir gleich schon wieder Schluss machen hier. Sonst wird die Folge wieder zu lang, aber das Wasser würde ich ganz gerne noch eben kurz fertig legen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3 reicht nicht. Pass auf, ich sehen uns gleich wieder hier oben. Ich hole eben kurz die ganzen, die Kupferrohre, die ich noch eben kurz mache. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe noch mal kurz ein bisschen Kupfer am Lech gemacht.
Sorry. Nochmal kurz Revue passieren lassen. Ein bisschen, was mich so ein bisschen wundert. Also, das zeige ich euch gleich mal eben. Zwei. Ich mache mal einen kurzen Aufgang da hoch. So. Wenn ich jetzt mal hier in die Rohre reingucke, müsst ihr jetzt mal aufpassen. Die sind voll. Ich brauche hier keine Pumpe hoch. Warum? Manchmal sind die Flüssigkeiten echt ein bisschen komisch. Muss ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann machen wir den aber bis hier an die Mitte. Dann geht er hier rein. Und dann geht er einmal dahin. Und dann dahin. Genau. Und den müssen wir dann einmal nach dahin umlegen. Genau. Den müssen wir nach dahin noch umbauen. Das machen wir noch eben fix. Und dann. Genau, das ist jetzt nichts Schlimmes, wenn wir das Ding mal eben umbauen hier. Nehmen wir die 6. Also. Zack, zack. So. Brauchen wir natürlich nur noch die richtige Höhe. Tippen würde ich das zu hoch, glaube ich. Tippen wir mal auch so. Gut getippt. Machen wir direkt ein MK2 noch draus. 6. Genau. Gut, so, dann würde ich sagen, ihr Lieben, machen wir in der nächsten Folge damit weiter. Wasser kommt jetzt hier auch tatsächlich an, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Da brauche ich echt keine Pumpe, oder was? Okay, da kommt Flüssigkeit ran. Wir brauchen 30 Kubik. Das heißt, ich bin mit einer Pumpe, kriege ich hier locker flockig zwei Dinger bedient. Aber das hier bauen wir nochmal neu, ne? Weil so ein. Aber warum sitzt der denn auch nicht mittig drauf, ey? Fusionator. Deswegen hat das auch hier vorne mit dem Förderband nicht gepasst. Ihr sagt aber auch nichts, ne? Deswegen hat das auch hier nicht gepasst. Und ich wundere mich schon. Ich denke, das muss doch eigentlich passen. So, guck mal. Jetzt haben wir das doch fertig. Jetzt haben wir den zweiten Meiler haben wir jetzt auch versorgt mit Wasser. Und dann können wir das MK2-Band legen. Ich mache jetzt offscreen, mache ich jetzt schon mal die einfachen Förderbänder fertig, dass wir dann dementsprechend nächste Folge das Förderband legen können. Und dass wir dann nächste Folge anfangen können, hier oben das Kupfer einzuschmelzen. Ne? Das ist dann der Plan für die nächste Folge. Gut, dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.